Oh mein Gott, da kommen mehr Leute rein. Hallöchen. 80, 90. Wow, cool. Das geht schnell. Hallo, Leute. Sind wow. So die Franzosen da? Leute, die haben ein F da vorne geschrieben. Das sind Franzosen. Juhu. Wir sind heute ganz gut gemischt. Also wir sind 3 Ausländer und 3 Deutsche. Habt ihr das bemerkt? Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Cool. Ja. Eine super Mischung. Ja. Wo kommt ihr denn alle her? Where are you all from? Ja. Könnt ihr es im Chat schreiben? Wow, okay. Ja, cool. Meine Güte, schon einige Kommentare. Genau. Ihr könnt gerne alle eure Fragen in den Chat schreiben. Wir werden alle nebenbei mitlesen. Schreibt auch gerne mal alle Hallo, dann wissen wir, dass ihr alle da seid, dass ihr uns hören könnt. Schreibt auch gerne, ob wir langsamer reden sollen oder lauter. Und Andi ist heute auch unser Host, also los geht's. Hallöchen, einen schönen guten Abend euch allen. Also erstmal herzlich willkommen zu Expolingua. Hallo euch auch, schöne Frauen. Genau, also mein Name ist Andi, wie Steffi gesagt hat, und ich bin euer Host für heute. Und ja, wir sind alle Content Creators für Sprachinhalte. Wir fokussieren auf Deutsch und heute werden wir darüber reden, was hinter unseren Kameras passiert. Obwohl wir eigentlich ein gemeinsames Interesse an der deutschen Sprache haben, sind alle unsere Inhalte sehr unterschiedlich. Und jede von uns hat Stärken und eine einzigartige Art, unsere Inhalte zu erstellen. Und darüber werden wir heute reden. Also es kann sein, dass ein paar von euch uns schon kennen, dann andere vielleicht noch nicht. Deshalb werden wir uns erstmal vorstellen und dann in einige Aspekte unseres Lebens und unserer Arbeit als Vollzeit-Content-Creators eintauchen. Und wir werden heute auch unser Bestes geben, um dieses Interview sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zu führen. Und wir werden auf Deutsch anfangen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Und dann kommt eine kurze Übersetzung auf Englisch auch, damit wir es alle verstehen und an der Diskussion teilnehmen können und eure Fragen stellen könnt auf jeden Fall. Genau, jetzt sage ich das so schnell auf Englisch. Also, erstmal atmen. So I'm Andy. I'm going to be the host for today. We are going to take a look behind our cameras and we are going to talk about a bit about our lives as content creators for languages. In our case, we all focus on German, but we all do very different content, and that's what we are going to talk about today, how we do it and how we get to do it, like oral process and all that stuff. So as I mentioned before, in German, we are going to do our best to do this interview in both German and English. We are going to start saying the stuff in German, and then we are going to do a really short translation in English, so we can all understand and take part in the discussion. And so to break the ice, I'm going to start introducing myself and I'm going to start in German, all right? Genau, also um das Eis zu brechen, fange ich mal damit an, mich vorzustellen. Ich bin Andy, wie ich vorher genannt habe. Ich bin Spanierin, aber lebe seit 6 Jahren schon in Deutschland. Eigentlich, also ganz genau in Berlin. Ich bin nach Berlin gezogen, um mein Studium abzuschließen. Bin dabei aber auf 1000 Hindernisse gestoßen und habe dann meinen YouTube-Kanal gestartet, um Menschen in einer ähnlichen Situation wie mir zu helfen. Und mittlerweile läuft mein Kanal ganz gut. Ich bin ganz zufrieden damit und wie gesagt, das ist auch jetzt meine Vollzeitarbeit. Genau, außerdem mache ich auch kurze Erklärungen auf Instagram und mein Inhalt ist hauptsächlich für die spanischsprachige Community gedacht, aber ich produziere auch viele Inhalte auf Deutsch. Und so wie ich meine Videos erstelle, also
ja, ich erstelle meine Videos mit dem bestmöglichen Setup, also mit Kameras, ganz vielen Mikrofonen und ein paar Lichtern. Und wenn ich draußen aufnehme, weil ich liebe Reisen, nehme ich auch meine Stative, Kamera, Mikrofone und Stabilisatoren mit. Also ein ganzer Koffer. Und ja, das bin ich, kurz zusammengefasst. Und ich sage das so schnell auf Englisch. So, I'm Andy. I am Spanish, but I've been living in Berlin for the past 6 years. And I went to Berlin to actually finish my degree, but I encountered a lot of obstacles. So I started my YouTube channel as a way to help people in a similar situation. And now it's become my full-time job. And my content is mainly for the Spanish-speaking community, but I do a lot of German content as well. I'm very passionate about traveling, and I also do a lot of travel content. And how I produce my videos, it's basically a basic setup of light, microphones and cameras. And when I go out, I also have with me my stabilizers and my tripods. So now I would like to hear from Steffi. Willst du mal anfangen? Aber sehr gerne doch. Lerne Deutsch, indem ich jetzt viel, viel mehr Menschen auf der Welt helfe. Und ja, also mittlerweile ist Instagram mein größter Kanal und ich poste halt täglich mindestens einmal einen Beitrag. Das ist entweder ein Wort mit Audio oder das ist auch ein Kurzvideo, dann erkläre ich kurz etwas und dazu gibt es immer deutschen und englischen Untertitel. Und dann gibt es noch Stories und Quizze in den Stories. Meistens ist es ein Artikelquiz, der, die, das, dann kann man das gut üben. Genau, aber eigentlich lerne ich auch viel von den ganzen Deutschlernern. Die ganzen Fragen, die ich bekomme, helfen mir sehr, die inspirieren mich sehr. Aber genau, also ich freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein. Stellt mir gerne eure Fragen. Und sagt mir auf jeden Fall, ob ich zu schnell rede. Das mache ich nämlich sehr gerne, sehr oft leider. Und ob ich zu leise rede. Genau. Und ich werde es jetzt mal auf Englisch versuchen mit meinem deutschen Akzent. Dann könnt ihr auch schon mal hören, wie sich sowas anhört. Okay, so my name is Steffi. I'm from Berlin. 4 years ago I started Lerne Deutsch. It's a project. It started as a hobby. Right now I also do it as a full-time job. And yeah, the goal is basically to teach or to help people all over the world to learn German in an easy and fun way. And yeah, basically I didn't study German or Germanistik. I studied economics and it started as a hobby and became my passion basically. Because I don't know, I basically learned from the people that follow me because they ask me their questions. And yeah, I love languages and I don't know. I'm very happy that you are here. I'm a bit excited, so sorry for that. But feel free to write me your questions. Tell me if I speak too loud or too fast. And yes, then I give the word back to Andy. You're doing great. Dankeschön. Wie wär's, wenn wir von vielleicht von Julia hören? Hi Leute, ich bin Julia. Vielleicht kennt ihr mich von YouTube oder Instagram oder TikTok. Ich mache vor allem Videos über die deutsche Grammatik, denn die deutsche Grammatik ist ein großes Problem beim Deutschlernen. Und ich war früher selbst schlecht in Grammatik, wirklich in der deutschen Sprache. Ich hatte schlechte Noten in Grammatik. Aber als ich nach Spanien gezogen bin und dort die spanische Grammatik gelernt habe, habe ich meine eigene Grammatik auch gelernt. Und dann habe ich verstanden, oh, es ist ein logisches System. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen, Germanistik zu studieren. Und ja, hin und her. Und während meiner Masterarbeit habe ich angefangen mit Instagram und YouTube. Und habe dort auch an der Universität gearbeitet, wo ich studiert habe.
Ja, und viele, viele Lerner haben eben diese Schwierigkeiten mit Grammatik. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche zu helfen, wo ich kann, und die schwierigsten Themen so einfach wie möglich zu erklären. Und daher, auf meinem YouTube-Kanal gibt es normalerweise längere Videos über verschiedene einzelne Grammatikthemen. TikTok ist so ein bisschen mehr Fun, Kurzvideos. Und bei Instagram gibt es auch andere Themen, nicht nur Grammatik. Aber ja, es ist schon mein Hauptthema eigentlich. Aber wie gesagt, man kann auch andere Sachen lernen. Ja, so I'll tell this in English. Hi guys, I'm Julia. You might know me from Instagram, from TikTok and from YouTube. I mainly teach German grammar because that's what I absolutely love. I used to be really, really bad with German grammar. But when I went to Spain after school and learned Spanish grammar, I realized I can learn my own grammar too. So I somehow built a bridge, and I really loved that I could learn that being so bad and then just realizing it's a logical system. So I studied German linguistics and became a German teacher. And I taught German as a foreign language at the University of Saarbrücken, which is in the south of Germany. And many of my students said, hey, I have this grammar problem. Can you please make a video? So during my master thesis, I started to create videos about that and uploaded them on YouTube. And TikTok is a bit more fun. It's more fun and games, like not too serious, but still serious enough to learn something. And Instagram is a bit of everything. So yeah, also thanks for having me. And so I decide who's next. Du kannst auf jeden Fall entscheiden. Ich wollte nur sagen, dass ich auch die Grammatik liebe. Ich liebe die Grammatik zu erklären, und es ist so schwer zu verstehen und so einfach zu erklären, wenn man es verstanden hat, und ich liebe es auch. Also, I also love grammar. I explain grammar all the time, so I love it. I feel connected to you in that way. Yeah, I was reading the comments in the chat. There are a lot of people who are just like saying hi to us, die sagen uns hallo. Und Julia, jemand findet deine Videos richtig toll, haben die gesagt. Genau. Und ich möchte vielleicht jetzt von einer noch einer Ausländerin hören. Und wie wäre es Maria zum Beispiel? So, hallo zusammen. Hört ihr mich? Ja, super. Also, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, in so einer tollen Runde zu sein mit wirklich tollen Video-Creatern. Und nochmal ein Hallo an alle. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Wir sind schon, oh mein Gott, fast 200 Leute. Wirklich super. Also mein Name ist Maria. Ich bin Deutschlehrerin und ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus Russland. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und erst mit 22 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Also ich habe eigentlich Deutsch hier gelernt. Und es war auch schon ziemlich spät. Mit 22 Jahren sagt man, ja, das ist schon alles vorbei. Auf keinen Fall. Ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist. Und deshalb versuche ich, andere Deutschlerner mit meinem eigenen Beispiel zu motivieren, einfach weiterzulernen, an sich selbst zu arbeiten und niemals aufzugeben. Das ist ganz, ganz wichtig beim Deutschlernen und einfach allgemein im Leben. So, das ist meine Lebenseinstellung. Und ich habe einen Instagram-Kanal, dort heiße ich auch Dein Sprachcoach. Ich poste täglich Stories mit Untertiteln, die hoffentlich schon vielen geholfen haben. Man kann sich meine Videos anschauen und gleichzeitig die Untertitel lesen. Auf TikTok habe ich, ja, wie Julia gesagt hat, TikTok ist mehr Spaß. Das sind auch lustige Videos dabei. Man sollte ja alles mit Humor nehmen. Und auf YouTube, mein YouTube-Kanal ist noch ziemlich jung. Da versuche ich, mehr Videos in Richtung Prüfungsvorbereitung zu machen, um mit konkreten Tipps und Beispielen bei der Prüfungsvorbereitung zu helfen. Genau, ja. Ich fasse es vielleicht ganz kurz zusammen in ein paar Sätzen auf Englisch. So, hi guys, my name is Maria. I am a German teacher and I come from Russia. So, I moved to Germany at the age of 22. So, I was a young girl and I learned German here in Germany. So, I'm trying to motivate
everyone who is learning German right now to study hard and not to give up. It's very important. And so I have 3 channels, Instagram, where I post stories every day with German subtitles. So you can watch my videos and read the subtitles. I also have a TikTok channel, which is more fun videos, and a YouTube channel with examination preparation. So thanks for having me, and I'm so happy to see you all here. Danke dir. Yeah, today I kind of feel very connected to a lot of you because I also moved to Germany when I was 20. So really connected to you right now. Yeah. So what about the last foreigner for today and then the last German for today? So Jeanne, do you want to go? Okay. In English or in French, in German? No. Ich fange auf Deutsch an. mein Gehirn ist ein bisschen durcheinander. Hallo, ich bin Jeanne, ich bin Französin und mein Kanal heißt Apprendre Naturellement. Das heißt, Deutsch lernen auf einer natürlichen, authentischen Weise. Ich bin, wie gesagt, Französin, bin in Frankreich aufgewachsen mit französischsprachigen Eltern und ich habe Deutsch in der Schule gelernt, aber nicht so, wie ich jetzt spreche. Ich war 18, als ich zum ersten Mal nach Deutschland gezogen bin und ich habe gesprochen wie das und ich habe nicht gewusst und viele Fehler gemacht. Ja, das war ja mit 18. Und genau, dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr in Deutschland gemacht, im Kindergarten und habe einfach dort die Sprache gelernt mit den Kindern, mit den Leuten, habe einfach beschlossen, dass ich nicht mehr Angst habe, mich zu schämen oder Fehler zu machen, dass ich einfach lernen wollte und dafür musste ich sprechen und deshalb habe ich einfach nur immer gesprochen. Habe viel auch den Leuten zugehört und genau, dann bin ich in Deutschland Grundschullehrerin geworden. Also ich habe in Deutschland und Frankreich studiert und bin dann eben Grundschullehrerin in Baden-Württemberg geworden. Habe im Prinzip fast 10 Jahre in Deutschland gewohnt und seit jetzt fast 10 Jahren wieder, schon die Zeit geht schnell, bin ich wieder in Frankreich in der Nähe von Paris und dort helfe ich jetzt seit 2 Jahren ungefähr allen Franzosen oder Französischsprachigen, die Deutsch lernen wollen. Genau, und das mache ich auf meinem YouTube-Channel und auch auf Instagram, auf Facebook, ein bisschen auf TikTok, genau. And now I will try to explain it in English. So my name is Jeanne, I'm French, and I learned German at school, but I really couldn't speak very well German. Yes, I speak French. A little bit confused with all the languages. And so I really learned German as I went to Germany. I was 18 and I was like, I was working in a kindergarten. And so I just decided that I wanted to learn, and for that I did it speak. So I just tried to speak every time I could, just find places to speak, and never mind if somebody thinks if I make mistakes or like this. And even my English got better in Germany because I can speak with a French accent in English too, right? I can make it there. So yes, and I'm very happy to see a lot of French people there. Il y a beaucoup de Français ce soir avec nous. Herzlich willkommen allen Franzosen. Es ist sehr schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, herzlich willkommen alle Leute. Alle, die ihr da seid. Und vielleicht möchte ich noch kurz sagen, dass ihr eure Chat-Einstellungen ändern sollt, weil ich sehe ganz viele, die nur an uns schreiben und vielleicht könnt ihr das ändern und einfach an alle schreiben, also an uns. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch geschrieben wird, aber da steht bei mir Panelist und alle Teilnehmer. So you can change your chat settings, so you can write to everybody, to us and to all the people that are also here watching. I don't know in which language you have it, but for me it says all panelists and attendees, so perhaps you can change that so we can all read your messages. Okay, let's finish up with Juliane. Hallo, ich bin auch sehr froh hier zu sein und ich bin ganz aufgeregt, vor so vielen Leuten zu sprechen. Ich muss auch etwas langsamer sprechen. Also, ich bin die Gründerin von German2Go. Und auf German2Go habe ich eine Mischung aus Grammatikvideos und Landeskundevideos und Hörverständnisübungen.
Das hat alles damit angefangen, dass ich im Ausland studiert habe und nebenbei ein bisschen Deutschunterricht gegeben habe. Irgendwann, weil ich immer umgezogen bin, hatte ein Schüler gesagt, dass er das über das Internet ausprobieren wollte. Dann habe ich Skype-Unterricht gegeben und das hat sehr gut funktioniert und ich hatte viele interessierte Schüler oder viele Interessenten und habe dann gedacht, ja, warum ermögliche ich es nicht mehr Leuten, meinem Unterricht zu folgen und erstelle einfach Videos. So hat das alles vor ungefähr 5 Jahren mit den Videos angefangen. Und ich erstelle alle meine Videos komplett selber, habe meinen YouTube-Kanal und bin auch auf Instagram ein bisschen aktiv, auf Facebook und habe insgesamt jetzt schon fast 1000 Videos erstellt, die hauptsächlich auf meiner Website germantogo.com sind, aber auch ein paar auf YouTube. Auf Instagram habe ich viele kleine kommentierte Alltagsszenen und auch ein paar Videos, die euch zum Sprechen animieren sollen. Und was ich jetzt neu erstellen möchte, ein neues Videoformat, das sind viele Interviews mit deutschen Muttersprachlern zu allen möglichen Themen. Und dazu werde ich jetzt in der nahen Zukunft auch viel auf YouTube veröffentlichen. Genau. Okay, so in English, I'm the person behind German2Go. I have my website, germantogo.com, and I'm also active on YouTube and Instagram and Facebook a little bit. And it all started when I was studying abroad in France and in England. And I did my internship in Canada, also lived in Brazil for a while. And at some point, somebody said, I would like to continue having lessons with you, even though that you're just moving around that much. So I started to give lessons online via Skype. And because I had so many people who were interested in having lessons, I thought, let's just make videos. That way everybody can watch my lessons and take part in the lessons. And now I've created almost 1,000 videos that I have mainly on my website and my course, but also on YouTube. And on Instagram, I've got a lot of commented scenes from everyday life and also some videos that should animate you to speak out loud a bit, because that's very important when you're learning on the computer. You need to be really active as well. And the new project that I have is making a lot of interviews with native speakers on all kinds of topics, on their hobbies, on their work, so that the students can pick their areas of interest and that way learn vocabulary that is really relevant to them. Yeah, and I'm really happy to be here. Sehr schön. Ja, also wie du schon gesagt hast, du machst all Videos selbst. Ich glaube, wir machen alle von uns machen selbst oder mit kaum Hilfe. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie euer dieses Creator-Leben auf euer persönliches Leben ausgewirkt hat. Also, she said that she does all her videos herself. In our case, I think this is all our cases. We work by ourselves or with just a little bit of help. And so I will really be interested to know how this creator life is affecting actually your personal life, your private life. So I will let you choose who goes first. Except me, I go last this time. So who wants to be the first one? Julia? Oh, yeah, I got it. Let's go. Ich muss erst mal mein Mikrofon wieder anmachen. Also, der Anfang, der war nicht so einfach, weil man kann zwar Deutsch unterrichten, aber man kann nicht unbedingt diese ganze Technik, dieses Creator sein. Wie funktioniert YouTube? Wie funktionieren Hashtags? Wie funktioniert das alles? Ich wusste das am Anfang nicht. Und ich hatte große Schwierigkeiten, auch zum Beispiel bei Instagram Posts zu machen, weil ich keine Fotos von mir gemacht habe am Anfang, sondern zum Beispiel irgendwelche schönen Bilder mit Zitaten. Und wie funktioniert das alles? Und am Anfang hat es sehr, sehr lange gedauert. Und ohne Scherz, mein erstes YouTube-Video hat 1 Jahr lang gedauert. Ich habe 1 Jahr hin und her probiert, nicht jeden Tag natürlich, aber das war so ein langer Prozess. Und das hat mein Privatleben sehr beeinträchtigt, weil alles war nur noch
wie funktioniert das jetzt? Wie kann ich das alles lernen? Das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet, aber wenn man etwas Neues lernt und man sieht, es funktioniert und Leute finden es gut, dann ist man automatisch motiviert. Und jetzt, nach 3 Jahren, hat man mehr Routine, es geht schneller, man versteht das Programm, wie funktioniert das Videoschnittprogramm. Und jetzt ist es ein normaler Beruf, ein normaler Job. Aber der Anfang, der war schon sehr intensiv. So, the beginning was really hard because I had no idea how does a camera work, how do all the social media work, how do hashtags work and all that stuff. And I had no one to call to say, hey, can you explain this to me? So I had to just go around and, you know, check other creators' content or look for information on Google, just like everyone else does. Or how does my camera work? So it took me 1 year to create my first YouTube video. I had like 20, well, not 20, but maybe 10 different versions of my first video, and then the 11th one was the one that I uploaded, and it was all right. So that affected my personal life a lot because it was all about that. Now, after a few years, I have a routine, and finally I understand how all the programs work. So yeah, it's a fun job. It's getting more normal than it used to be. Ja, also am Ende des Tages muss man den Job auch erlernen, ja? Also so wie bei jedem Job, und das ist ja schwer am Anfang. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Mm-hmm. I understand completely. We all have to learn a lot because it's completely new for us, like how to set a camera and all that stuff. It's new. There are no tutorials, at least when we started. It was some years ago. There were no tutorials on how to do all that stuff. So yeah, it's difficult, but we did it. So well done, Julia. So, who I decide next? Let's go with Juliane this time. Hallo, da bin ich wieder. Ja, also wie beeinflusst das Inhalte erstellen mein persönliches Leben? Also ich habe 2 kleine Kinder und im letzten Jahr hatte ich nicht sehr viel Zeit, regelmäßig Videos auf YouTube zu posten, weil ich mich um mein Baby kümmern musste. Und ich habe angefangen, abends zu arbeiten, manchmal auch weit über Mitternacht hinaus. Aber da mir das wirklich Spaß macht und das wirklich auch mein Hobby ist, ist das alles kein Problem. Das wird jetzt aber besser werden, weil der Kleine seit 2 Monaten im Kindergarten ist. Und dann werde ich auch wieder regelmäßiger etwas auf YouTube veröffentlichen und auch meinen B2-Kurs erstellen. Und sonst, ja, meine Tochter ist 6 Jahre alt und die macht auch manchmal bei ein paar Videos mit. Also zum Beispiel haben wir aufgenommen, wie wir den Abendbrottisch gedeckt haben oder wie sie Weihnachtssüßigkeiten probiert hat. Also manchmal gebe ich schon einen Einblick in mein persönliches Leben. Und ich habe auch angefangen, etwas darüber zu schreiben, über den Alltag mit den Kindern. Ja, genau, also im Moment, jetzt langsam wird es einfacher und ich kann das beides ganz gut kombinieren. Yeah. In English. So, I've got 2 kids. That's why it was not always so easy to take care of both at the same time. So I started to work at night, even after midnight sometimes. And it was a little bit exhausting, but it was also okay because I just love what I do and it's a hobby for me. So it's not something that I say, oh, I have to do this again, I have to answer students' questions. Oh no, I really love it. I love to answer my students' questions and I love to make videos, to explain things. So that's all fine. And the little one will start, just started to go to kindergarten. So it's getting easier. I can work during the day as well. So I will post more frequently on YouTube and also start to create my B2 course. And then my daughter 6 years old, and she also participated in a couple of videos, for example, setting the table for dinner or trying out German Christmas sweets. So I do sometimes show my personal life in the videos as well. And I started to write a little bit in German about my everyday life with the children. Yeah. So. Ja, das ist sehr interessant, dass du auch dein persönliches Leben in dein Content reinbringst. Das ist ja ziemlich cool. Also ich persönlich versuche, mein privates Leben privat zu behalten. Zum Beispiel sind meine Eltern auf der Kamera manchmal, aber das ist alles, was ich zeige. In meinem Fall zum Beispiel. Aber jetzt, dass wir über Mama
und Tochter gesprochen haben, lass uns mal mit noch einer Mama reden. Also, so she has just talked about her daughter, so let's go and talk about with another mother. Let's go with Maria. So, Privatleben als Creator. Also, was heißt überhaupt Privatleben? Gibt es sowas? Ganz genau, das war meine Antwort auch. Ja, also ich habe kein Privatleben, weil das, was ich mache, also ich mache das wirklich so leidenschaftlich und ich liebe das auch und dann kann man das auch nicht trennen. Also man kann das wirklich gar nicht voneinander trennen, weil das, ja, das ist wirklich meine Leidenschaft und ich teile mein Wissen sehr gerne mit anderen Leuten und ich versuche natürlich, ich habe einen 9-jährigen Sohn. Ich versuche, genug Zeit für ihn zu finden. Dafür muss ich wirklich selbst sehr diszipliniert sein und mein Leben wirklich ganz klar strukturieren. Ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf, damit ich morgens noch von 5 bis 7 arbeiten kann. Dann habe ich schon 2 Stunden gearbeitet. Dann mache ich das Frühstück, dann bringe ich meinen Sohn zur Schule, dann geht es wieder weiter mit dem Arbeiten. Ja, dann arbeite ich den ganzen Tag. Um 16 Uhr kommt er nach Hause und dann habe ich 3 Stunden Zeit, Quality Time, damit ich mit meinem Sohn auch Zeit verbringen kann. Und da versuche ich auch, nicht auf mein Handy zu schauen und gehe auch recht früh ins Bett. Aber ich denke natürlich die ganze Zeit an meine weitere Content-Ideen. Ja, das kann man kann nicht komplett abschalten, denke ich mal. Also bei mir klappt es nicht. Und ich zeige auch manchmal meinen Sohn in den Videos, aber nur, wenn er möchte. Wenn er wirklich Interesse und Motivation zeigt, ich möchte ihn auf keinen Fall zwingen, aber er will manchmal selbst vor die Kamera. Und er sagt auch mittlerweile, dass er irgendwann YouTuber werden möchte und auch Gaming streamen möchte. Ich bin echt gespannt. Ja, so, to cut a long story short, there is no private life as a creator. So, for example, in my case, because it's very difficult to separate your private life from your creator life. So I'm trying to structure my everyday life as good as I can. So I wake up at 5 o'clock every morning and start working at 5 o'clock. So after that, I bring my son to school and continue working at home. And I'm trying to have some quality time with my family in the evening. So that's it. Meine Güte, Maria, du stehst auf, wenn ich ins Bett gehe. Ja, aber morgens bin ich sehr produktiv, muss ich sagen. Ich bin sehr produktiv nachtsüber und dann morgens bin ich absolut kaputt. Also persönlich arbeite ich lieber bis 5 Uhr morgens oder manchmal 6. Oh, da ist Maria. Yeah, so what I do is basically all the way around. I go to bed at 5 when she wakes up or at 6 because I work very well in the night and she works very well in the mornings. And so perhaps I can go a little bit in between you and so was privates Leben habe ich schon, wie Maria gesagt hat. Also ich versuche mal, dass meine Familie nur auf meine Videos sind, nur wenn sie möchten. Und ich verreise auch ganz oft mit Freunden und die sind nie auf meinen Videos, nur weil sie nicht auf die Videos sein wollen. Und das verstehe ich ganz okay und das finde ich auch ganz gut. Und ich werde nie jemanden dazu zwingen, in meine Videos zu sein oder sowas. Privates Leben versuche ich auch ein bisschen zu haben, weil ich habe immer mein Handy dabei, aber es ist nicht immer an. Ich versuche es auf den Tisch zu legen und nicht alles aufzunehmen, was ich sehe. Aber es ist ja ein bisschen schwer, weil manchmal bin ich einkaufen und ich will ein kleines Quiz machen auf meine Instagram und ich mache so ein der, die, das Quiz oder sowas und ich mache Fotos von alles und ja. Aber ich will die Leute nicht anstrengen mit meinem Content und so. Deswegen versuche ich nicht die ganze Zeit ein Creator zu sein, aber ich bin's. Yeah, so I try to put my phone down a lot.
so I don't annoy people around me that are not creators and don't basically understand life or whatever. I also try not to, well, I never will force my family or anybody to be in my videos that they don't want to be in. So I really want to enjoy the moment with the people I'm around, and I try really to stop my creator life for an hour. So I am a creator 23 hours a day and a normal person 1 hour a day, and perhaps when I'm sleeping. So exactly. So I would really like to hear from, let's go with Steffi this time. Okay, da bin ich wieder. Also eigentlich kann ich allen nur zustimmen. Das ist bei mir ganz genauso. Also was Julia vorhin am Anfang meinte, das war bei mir genauso. Ich habe zuerst nur Bilder gepostet und irgendwann habe ich angefangen, mein Gesicht zu zeigen und musste mir auch alles erstmal selber beibringen, wie funktioniert das alles. Aber ja, also zum Thema, wie kann ich da einen Strich irgendwie querziehen, das funktioniert überhaupt nicht. Also ich denke wirklich, auch wie Maria und wie alle anderen, glaube ich, 24/7 daran. Also das ist, wenn ich morgens aufstehe, die erste Sache, woran ich denke, okay, was muss ich jetzt heute alles machen? Wenn ich duschen gehe, was könnte ich heute alles posten oder so? Oder wenn ich einen Film gucke und ich höre irgendeine Redensart oder ich höre einen Freund, der benutzt eine Redensart, dann denke ich mir im Hinterkopf, ach, das ist cool, das könnte ich morgen posten. Also das schaltet nie irgendwie ab. Die Gedanken sind immer irgendwie um Lerne Deutsch herum. Und seit diesem Jahr bin ich ja auch Vollzeit und mein Freund ist jetzt auch Teil des Projektes Lerne Deutsch und deswegen, reden wir natürlich auch viel über Lerne Deutsch seitdem. Also Lerne Deutsch ist eigentlich immer präsent, aber ich glaube, Juliane meinte das vorhin, man macht es ja auch gerne. Also wenn das nicht unsere aller Leidenschaft wäre, dann würden wir das ja nicht machen, weil dann würde man, glaube ich, dran kaputt gehen, wenn man immer nur irgendwelche Fragen beantworten muss und man will das gar nicht, oh, die nerven mich, dann wäre das ja ein furchtbarer Job. Also man muss das wirklich lieben. Ich glaube, das tun wir alle. Und zum Thema Privatleben, also ich zeige auch viel von meinem Privatleben. Ich gehe jetzt fast jeden Tag live zum Beispiel auf meinem Instagram-Account. Ich habe damit kein Problem, wenn die Leute mich kennenlernen. Aber was ich zum Beispiel, wo ich dann eine Grenze ziehe, ist, also auch Freunde, manche Freunde wollen nicht gesehen werden, ich zeige eigentlich keine Freunde, oder wo ich wohne oder so eine ganz privaten Sachen, das natürlich nicht, das teile ich nicht. Aber alles andere mache ich immer sehr gerne. Genau. Nochmal kurz auf Englisch. Ich will es auch nicht zu lange machen. What did I say? Yes. I totally agree with everyone. What Julia said before, with the technical stuff, we had to teach ourselves everything. But so it's really a big part of our private time. Because we have to teach ourselves. It's many hours to learn all this. And it is basically our all passion, like we love it and that's why we always think about it. So I think about it 24/7. It doesn't matter if I wake up, I check what tasks do I have to do today, if I take a shower or if I watch a movie, if I hear something, I'm always thinking, oh cool, this is something I could post for Lerne Deutsch. Or all the questions I receive is like, okay, this is a question I get so many times, so I do a video now for everyone because yeah, they all want to know it, basically. I forgot what else I said in German, but that's basically it. My partner joined me. I forgot my love. Yes, Shlomi is also a part of Lerne Deutsch now, and that's why we also talk a lot about Lerne Deutsch this year. So it's always present. Basically, I can never pause from Lerne Deutsch, but that's okay because I love it. So it's fine. Ja, wir haben, lass uns mal sagen, wir haben Glück gehabt, dass wir das machen, was wir lieben. Wir haben auch natürlich sehr, sehr hart dran gearbeitet, das wissen wir alle. Aber jetzt fühlt sich gut an, dass wir das machen, was wir lieben. Und es ist uns egal, ob wir 20 Stunden am Tag darin arbeiten müssen, weil wir machen das mit Leidenschaft, ja? Yeah. Und, so I was saying, we do with this with a lot of love. We are lucky enough to do what we love exactly, and of course we have worked so freaking hard to be able to dedicate our lives to this, but we do it with so much passion that it doesn't matter if we have to work like 20 hours a day sometimes, because it's just amazing for us. And so perhaps I want to hear the last of us is gonna be Jean. How do you do this? How do you separate? Do you separate? Do you not separate?
Ja, also wenn ich ganz alleine wäre, könnte ich auch den ganzen Tag arbeiten, weil mir diese Arbeit auch sehr, sehr viel Spaß macht. Das ist wie mein kleines Baby, aber es ist eben nur mein drittes Baby. Ich habe ja zwei Kinder und auch einen Mann. Und das, ich weiß auch, wenn ich diese Arbeit mache online, obwohl es mir so viel Spaß macht und obwohl ich das so gerne mache, meine Priorität ist meine Familie und sind auch meine Freunde. Und ich bin so dankbar, dass ich auch meine Zeit einteilen kann, wie es mir auch am besten gefällt. Also ich kann im Prinzip arbeiten, wann ich will und eben entscheiden, dass ich dann nicht arbeite, wenn meine Kinder da sind. Das ist so das Prinzip. In der Realität sieht es nicht immer so aus, weil natürlich zum Beispiel backen wir Kuchen mit den Kindern und dann denke ich mir, oh, das wäre eine gute Idee, ein Video drüber zu machen oder eine Story, aber ich will nicht so gern meine Kinder zeigen, also muss ich dann irgendwie so filmen, dass man die Kinder nicht sieht, aber trotzdem die Zeit mit den Kindern verbringen. Also es ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Was ich gemacht habe, ich habe zwei Handys. Ich habe ein privates Handy und ein professionelles Handy und das hilft mir manchmal. Ich lasse einfach das professionelle Handy oben und ich weiß, okay, jetzt bin ich den ganzen Tag nur für die Familie da und ich schaue dann nicht ins Instagram oder irgendwelche Nachrichten. Aber ja, es gibt das Prinzip und es gibt die Realität. Aber ich habe immer dieses Ziel im Kopf, meine Priorität sind meine Familie und meine Freunde. Und wenn mir eine Freundin anruft, weil es ihr nicht gut geht oder weil sie Hilfe braucht, dann will ich auch sagen können, okay, dann ist die Arbeit erstmal beiseite und ich nehme mir erstmal Zeit für dich, weil das wichtiger ist. Genau, so it's, yes, summarize, it's not easy to separate both. I have two different phones, so I can put one of the phone on the side when I want to be just with my family. And I have the priority, as I say, my family and my friends are coming first. And I love what I'm doing and I could do it the whole day. And actually, when I wake up, I'm thinking about apprendre naturellement, when I brush my teeth or when I'm under the shower, oh, I could do this. And but that's normal. But I try to separate things. And I try also to take time for me. Das habe ich nicht auf Deutsch gesagt, aber ich versuche auch Zeit für mich zu nehmen, um Sport zu machen oder auch um lesen oder Sachen zu tun, die mir gut tun. It's not easy, but I try to take time for it. Yeah. Ja, sehr schön. Also, was mir gerade eingefallen ist, also wir sind nicht alle Mutter, aber wir haben alle ein Baby. Und das ist unser Content, unser Inhalt. Not all of us are mothers, like real mothers, but all of us have a baby. Yeah, this is our content, our passion and what we do. It's amazing to hear from you guys. Es ist sehr, sehr cool von euch zu hören und eure Erfahrungen mit eurem Content. Und ganz zusammengefasst würde ich sehr gerne wissen, das interessiert mich super, weil manchmal fallen mir auch die Ideen. Deswegen würde ich sehr, sehr, sehr gerne wissen, woher ihr eure Ideen bekommt. Sehr schnell. ein Satz. So, I would really love to know where you get your ideas from, because I sometimes lack of them. So, I would really like to know from you, like just one sentence, where the heck do you get your ideas from, ladies? So now we start with John again. Die Ideen, also ich schaue viel. Mit der deutschen Sprache geht es auch um meine Erfahrung. Ich habe Deutsch auch als Fremdsprache lernen müssen und ich weiß genau, wo die Schwierigkeiten sind, was mir schwer fiel. Und ich habe auch immer noch diese Probleme. Ich mache immer noch Fehler und so. Also das inspiriert mich auch. Und auch der Kontakt zu anderen Leuten. Ich mache es schon zu lang. It's long enough. Well, I just look a lot of YouTube videos in different languages for people teaching French or Portuguese or anyway. And I also just speak about my experience because I had to learn German as a foreign language. So yeah, I can speak about the difficulties I had. Ja, wir als Ausländer, wir haben immer noch Fragen, ja, was die deutsche Sprache angeht. Also es geht
Ja, und noch eine Auslänge da. Maria, wie bekommst du deine Idee? Also die besten Ideen kommen eigentlich immer von meinen Schülern oder von den Leuten, die mir folgen. Und dann weiß ich, dass es tatsächliche Probleme sind. Oder ich versuche mich dann daran zu erinnern, welche Probleme ich selbst hatte, weil ich die Sprache auch gelernt habe. Und ja, also wenn ihr tolle Ideen habt oder Fragen habt, könnt ihr gerne immer einen Kommentar schreiben unter dem neuesten Video. Ich lese jeden Tag die Kommentare und dann werde ich natürlich versuchen, euch zu helfen. So the best ideas come from my followers. Yeah. Simple, easy and simple, followers, that's it. In German, we just use a lot of words, that's why it took longer in German. Exactly. Ganz genau. Und Julia, bei dir, wie ist es? Unmute yourself. Also ja, natürlich, wie Maria sagt, die besten Ideen kommen von unseren Lernern, denn die sind die, die Probleme haben und wir versuchen die Probleme zu lösen. Es geht nicht nur darum, was haben wir im Studium gelernt, was können wir zeigen, sondern was wollen die Leute? Und schon während meiner Arbeit an der Uni habe ich eine Liste gemacht, die so lang ist. Ich habe unendlich viele Themen, aber ich schaffe das alles gar nicht. Und dann kommen neue Ideen dazu, von Instagram, von TikTok, von jeder Seite, von YouTube. Und es fehlt eigentlich... Hallo? Teil die Liste mit uns. Ja. Du sollst die Liste mit uns mitteilen. Hast du da aber oh, wow, okay, alles klar. I'm only joking. So yeah, the best ideas I get from the followers as well, of course, because they are the ones who need solutions to their problems. So I created a huge list ages ago, and it keeps getting longer and longer because people keep asking for more topics, and I can't handle the list. But yeah, it's definitely something that, I mean, it's endless. The good thing about language is it's an endless thing. You have infinite situations that you can... Yeah, and then you can go back to the first topic, you know? Yeah, exactly. Yeah. So, Steffi, do you get also your ideas from your followers? Yes, definitely. This is, I think, my biggest inspiration, all the questions I get. I get many messages and many comments. I also always try to... how do I say that, to motivate my followers to ask questions, give me feedback. I really think it's very important. But basically, like I said earlier, I get my inspiration from everywhere. So like it's every day, it's from friends. My partner is learning German, so I know the mistakes he's doing, the problems we have. Do you hear me? Or? Mm-hmm. Okay. And yeah. Vielleicht nochmal auf Deutsch. Auf Deutsch erstmal, ja. Also eigentlich kriege ich meine Inspiration überall her, im täglichen Leben. Meine größte Inspiration ist natürlich auch meine Follower, weil die haben, für die mache ich das ja, die haben ihre Fragen, die stellen sie mir. Ich versuche sie auch immer zu motivieren, mir ihre Fragen in den Kommentaren zu stellen und auch Feedback zu geben. Genau. Und ja, mein Partner lernt halt auch Deutsch und dadurch sehe ich halt, welche Fehler er macht, welche Schwierigkeiten er hat. Und das hilft mir natürlich auch, aber auch mit dem Technischen zum Beispiel inspiriert mich das, wenn ich zum Beispiel auch die anderen, Influencer, Creators sehe, wie die Sachen umsetzen, ist natürlich auch eine Inspiration, aber halt auch, wie vorhin gesagt, Freunde, Redensarten, also ja. Die ganze Welt ist eine Inspiration. Ich bin komplett damit einverstanden, ja. Also es hilft ganz toll, wenn wir jemanden kennen, die Deutsch lernt oder so zum Beispiel. Also ich vergesse manchmal, welche Frage ich hatte, als ich Deutsch gelernt hatte. Und daher frage ich Freunde, die jetzt Deutsch lernen, was ihre Fragen sind und was ihr schwer einfällt und so. Und genau, und auch von den Followers, es ist immer, also die besten Ideen kommen von denen. Es ist immer so, also ich habe so viele Fragen, ich habe auch eine unendliche Liste von Themen, die ich auch noch machen muss. Nur fällt die Zeit, ja? Exactly. So it always helps when we know somebody that is learning German, because we sometimes, the ones that learn German here, we sometimes forget the questions that we used to have when we learn German. So it always helps if we have somebody that is learning and we can ask them, that's always helpful. But mainly our followers,
they are our online community and they help us with a lot of. And how is it with you? Okay, das Video war kurz aus, aber ich glaube, ich wurde aufgerufen. Also, ach so, sorry, ja. Kein Problem, alles gut. Ja. Also ja, bei meinen Grammatikvideos orientiere ich mich an dem Kursplan, den ich erstellt habe, als ich Einzelunterricht gegeben habe. Und damals habe ich mich natürlich auch an meinen Schülern orientiert. Und außerdem mache ich etwas über die Eigenheiten von Deutschland, also Dinge, die hier anders sind als woanders oder die es woanders nicht gibt. Zum Beispiel das Autofahren in Deutschland oder die Einschulung oder wie man hier Weihnachten feiert. Und bei den Interviews, die ich jetzt machen möchte, da lasse ich die Leute selber aussuchen, worüber sie sprechen möchten, weil ich denke, dass jedes Thema für viele Leute interessant sein kann. Genau, dass die Schüler sich dann eben raussuchen können, mit welchen Inhalten sie lernen möchten. So for my grammar videos, the basis is the course content that I created when I gave lessons one-on-one. And while I did this, of course, it was my students who inspired me. And otherwise, I'm also making videos on things that are different here in Germany from other countries or that don't exist in other countries, things that you need to pay attention to when you're here. And in the interviews, I just let the people I interview choose what they would like to talk about because every topic can be interesting to many people. So the students can just pick the topics that are relevant to them. Yeah. Yeah, virtually we can actually talk about every single small thing. Yeah, but we don't always see those small things and we're like, oh, this person has talked about bottles. Why didn't I think of that? You know, it's just such a great idea, you know? Also wir können eigentlich über alles reden, nur vergessen wir es manchmal. Also manchmal habe ich Videos gesehen von Leuten, die zum Beispiel über Flaschen geredet haben und dann denke ich mir, ach, das ist eine tolle Idee, warum ist es mir nicht eingefallen? Aber ja, also Ideen kommen von überall, würde ich mal sagen, so was ich von euch gehört habe. Also ich würde gerne, wir haben noch 10 Minuten so ungefähr, ich würde sehr gerne vielleicht ein paar Fragen von den Zuschauern antworten. Vielleicht können wir alle unsere Mikrofone anmachen und dann einfach so reden. Genau, also wenn ihr Fragen habt, if you have questions, then you can just put them in the chat and we will answer them in the minutes we have left. Oh mein Gott, die Zeit geht so schnell vorbei. Es ist schon fast eine Stunde vorbei. Wie kann das sein? Maria, Sie wollen an deinem Kurs mitwirken. Zum Beispiel. So, ja, ich habe ganz tolle Neuigkeiten. Am Montag, am 23. November, launche ich meinen ersten Online-Kurs. Ich bin total aufgeregt. Glückwunsch! Ja, ich habe die letzten 2 Jahre daran gearbeitet und das ist der erste Teil meines Kurses, der theoretische Teil. Es geht um die deutsche Aussprache. Vorhin habe ich auch eine Frage gesehen, wie man den starken russischen Akzent loswerden kann, wenn man Deutsch spricht. Das sind wirklich ganz genaue Artikulationsübungen, die man machen kann. Also ganz wichtig ist die Mundöffnung, die Lippenspannung und allgemein ja, die Muskulatur. Und das zeige ich alles im 2. Kurs, der gerade entsteht. Aber zuerst muss man die Grundlagen der Artikulation verstehen. Und der Kurs kommt am Montag raus. Ich bin total aufgeregt. Also am Montag gebe ich mehr Informationen. Bald ist es soweit. Ja, also am Montag kann man sich anmelden. Super, Glückwunsch. Und wer hat dieses Jahr einen Kurs gelauncht? Weil ich bin auch neu dabei. Es war richtig schwierig. Ja, ich habe auch dieses Jahr meine Webinars gelauncht. Ich habe jetzt 2 Kurse gemacht und wow, das freut mich so sehr. Also willkommen im Club. Vielleicht, ja. Glückwunsch, Maria, sagen sie dir. Vielen Dank. Ich habe auch viele, viele, viele interessante Fragen vorher gelesen. Vielleicht noch mal kurz zu den Kursen. Also mein Kurs existiert schon seit ungefähr 5 Jahren. Und ah, Streber. Aber es kommen immer wieder neue Sachen dazu und der kann immer wieder verbessert werden. Also das ist auf germantogo.com, falls da jemand Interesse hat.
Und Jeanne hat auch einen Kurs für Franzosen hauptsächlich. Genau, also bei mir, ich habe zwei Kurse. Ich habe einen Anfängerkurs für eben Franzosen, die Deutsch lernen wollen und die einfach wirklich nur die Grundlagen und ganz Anfänger. Und dann habe ich im Frühjahr einen weiterführenden Kurs jetzt eingeführt, weil die Leute einfach fertig waren mit dem ersten Kurs und weitermachen wollten. Viele sind auch heute dabei. Und genau, das ist bei mir auf Apprendre Naturellement. Ihr könnt meine Webseite auch besuchen, da sind auch alle Infos drauf. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe eine sehr interessante Frage gelesen, und zwar, habt ihr einen Tipp, um keinen Akzent zu haben? Ich glaube, das geht nicht. Oder sogar Deutsche haben Akzent. Wie, was würdet ihr sagen? Also ich glaube, die Profi mit der Aussprache ist Maria, deswegen hat sie einen Kurs. Also vielleicht hast du vielleicht einen Tipp. Weiß nicht. Also wie gesagt, man sollte zuerst verstehen, was anders funktioniert, weil jede Sprache andere Muskeln braucht quasi. Also im Russischen sprechen wir total entspannt. Wenn ich Russisch rede, dann kann ich den ganzen Tag sprechen, dann bin ich nicht müde. Nach einer Stunde Deutschunterricht bin ich fix und fertig. Wirklich. Ja, und da muss es einfach aufgebaut werden. Man muss verstehen, was anders funktioniert, weil es auch Sachen sind, auf die man einfach so nicht draufkommt. Ne? Und also zuerst muss man sich wirklich mit der Sprache, die man lernt, auseinandersetzen. Ja. Yeah. I will also add to that, this time in English, what I did is just try to imitate how Germans talk and don't try to say it your way. Really just like motivate yourself. Off, and instead of saying Tisch, you say Tisch, you know, like it's just something very stupid, but it actually helps with time. So yeah, that's what I would say. Do you guys have another tip? Yeah, it's called the shadowing technique, where you just repeat exactly what the person said, like the intonation, the rhythm. Exactly. People. Yeah, like a parrot. Exactly. Very good one. So, if you, wenn ihr vielleicht eine Frage lest oder keine Ahnung, gerne beantworten, weil jetzt geht es halt sehr schnell. Zum Beispiel, wann würde das alles ein richtiger Job für euch? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht kann Steffi dieses Mal anfangen. Okay, also ich habe davor was ganz anderes gearbeitet und habe ungefähr vor einem Jahr angefangen, das nebenberuflich zu machen, als Zweitjob sozusagen. Und seit Juli diesem Jahres mache ich das Vollzeit. Sehr also schön. Noch ganz frisch, ja. Sehr schön, ja. Also ich mache das seit 5 Jahren, aber als Hauptberuf seit 2. Nee. 1,5, glaube ich. Ja, so ungefähr. Also 1 Jahr würde ich sagen, 1,5 Jahre. Ja. Und ihr? Vielleicht Juliane? Ja, so ungefähr seit 5 Jahren. Also, na gut, das Deutschunterrichten im Einzelunterricht mache ich seit 2004. Oh, wow. Und mit den Videoinhalten habe ich dann vor ungefähr 5 Jahren angefangen. Das hat sich alles entwickelt, als ich in Elternzeit war mit meiner Tochter. Da hatte ich viel Zeit nachzudenken und da habe ich das alles so. Ja, ausgedacht. Yeah. And you, Maria, you are the next one on my screen. I'm the next one. also, ich arbeite seit 12 Jahren als Deutschlehrerin, aber als Video-Creator habe ich zuerst auf Instagram angefangen, vor 2,5 Jahren ungefähr. Und in Vollzeit mache ich das erst seit Februar. Kurz vor Lockdown. Ja, manchmal... Ja, ganz gut eigentlich. Okay. Ja, es ist manchmal schwer, diesen Schritt zu machen, ja. Also als ich mich dafür entschieden habe, nur als Content Creator zu arbeiten, hatte ich nicht genug Einkommen und um davon zu leben. Und es ist immer ein Risiko, aber ja, Leidenschaft. So, Jeanne, wie ist es bei dir? Ja, also ich war oder ich bin immer noch Grundschullehrerin, habe in Deutschland und in Frankreich gearbeitet und vor knapp 3 Jahren kam ich zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mehr für mich, ich brauche etwas mehr und ich habe nach Lösungen gesucht, was kann man eigentlich anders machen, sonst machen als außer Lehrer und habe gesehen, dass es Leute gibt, die einfach ihr Wissen und ihre Leidenschaft über Internet teilen, über Videos
Es war nicht das Thema Sprachen, aber ich kannte Freunde und habe gedacht, ja, ich könnte eigentlich das, was ich von der deutschen Sprache und der deutschen Kultur weiß, über Internet vermitteln und das könnte auch mein Beruf werden. Also ich habe wirklich das mit diesem Ziel auch gestartet. Es hat ein knappes Jahr gebraucht, es sind eigentlich 9 Monate, bis ich dann auch damit angefangen habe, auch Geld zu verdienen. Und ja, jetzt seit diesem Jahr lebe ich wirklich hauptberuflich davon und habe jetzt auch seit Anfang des Jahres habe ich auch ein Team. Also ich bin jetzt auch nicht mehr alleine. Dann bei dem. Oh, sehr schön. Genau, ja. Oh, du glücklich. Ja, ja, und wir haben nur noch ein paar Minuten. Also vielleicht Julia, möchtest du es mal antworten? Ich unterrichte auch schon sehr lange online one-to-one über Skype, schon auch über 10 Jahre mittlerweile. Und Creation für soziale Kanäle seit 3 Jahren ungefähr. Mit den Instagram-Posts habe ich früher angefangen. Mein erstes YouTube-Video habe ich vor fast 2 Jahren hochgeladen. Und jetzt bin ich auch seit diesem Jahr Vollzeit. Ich habe meinen Job an der Universität gekündigt und habe direkt angefangen und jetzt nur noch createn. Tunnel Vision, ja? Genau, genau, es freut mich. Also wir sind auf jeden Fall in the game seit ein paar Jahren. Alle, also wir haben schon Erfahrung gemacht und es freut mich zu hören, dass wir das alle als Hauptberuf machen und dass wir alle glücklich damit sind und I'm really happy that you guys do this as your job because I know you'll love it. Yeah, and for you guys, I... Danke dir. I'm really happy for you guys. I'm really happy for all of us. And I am. Und ich bedanke mich, dass ihr alle dabei wart. Vielleicht können wir ein schnelles Foto machen. Ja, ich mache einen Screenshot. Also einmal lächeln. Sehr schön. Also vielen, 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 vielen Dank, dass ihr dabei wart. Alle, die teilgenommen haben. Ihr auch natürlich. I hope you guys had fun. I hope you guys, you girls had fun, but also the people that decided to turn it on. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr etwas gelernt habt. Und ja, auf jeden Fall folgt uns alle. Our social media is here where our name is. So if you guys want to follow us, we are always there for you. Wir werden weiter Deutsch beibringen. Ja, we will keep on teaching German. And yeah, thank you so much. It was so nice to talk to you. Dankeschön. Es war sehr schön. Danke. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao.